In diesem silbernen UFO entscheidet sich die Zukunft Europas. Hier tagt jede Woche die Europäische Kommission, um Gesetze für 450 Millionen EU-Bürger zu machen. Man ringt ja auch um das Schicksal Europas. Galileo-Reporterin Vivi blickt hinter die Kulissen des Machtapparats EU und hinter die Sicherheitsvorkehrungen. Hat vielleicht irgendwo den Alarm ausgelöst? Und wir besuchen die Menschen, die helfen, wenn internationale Krisen ausbrechen. Es geht darum, die Stärken der einzelnen Länder irgendwie zu kombinieren. Wie ticken die Menschen, die Gesetze für uns alle machen? Ich könnte sagen, ich bin der Hausmeister der Kommission. Genau die erkundet unsere Reporterin Vivi jetzt und geht der Frage nach, was machen die da bei der EU-Kommission? Hier hinter mir arbeiten tausende Menschen täglich an der Zukunft Europas. Aber wie eigentlich genau, das schaue ich mir jetzt an. Zunächst muss Vivi aber erstmal durch die Sicherheitskontrollen. Die laufen ab wie am Flughafen. Doch unsere Kamera darf da leider nicht dabei sein. Denn die Kommission ist ein Hochsicherheitsapparat. Alles ist überwacht. Gefühlt alle 3 Meter muss man hier durch so eine Sicherheitsschleuse. Ich bin zum Glück akkreditiert. Also als Journalistin angemeldet. 13 Stockwerke gibt es hier und unzählige Büros. Stellt sich für uns die Frage, was ist überhaupt die EU-Kommission? Die ist ein Gremium mit 27 Mitgliedern, auch Kommissare genannt. Aus jedem Mitgliedstaat der EU einer. Jeder Kommissar hat ein Ressort, zum Beispiel Haushalt und Verwaltung. Vergleichbar mit den Bundesministern in Deutschland. Jeder Staat schlägt dabei je einen Kommissar vor. Und die Kommissionspräsidentin stellt sich ihr Kommissarteam dann zusammen. Anschließend muss das Europaparlament noch zustimmen. Die Kommissionspräsidentin, aktuell noch die deutsche Ursula von der Leyen. Sie ist die Vorsitzende der Kommission, quasi der Olaf Scholz Europas. All diese Posten könnten sich nach der Europawahl ändern. Doch bis dahin sitzt EU-Kommissar Johannes Hahn noch hier, im 12. Stock. Und zu dem wollen wir jetzt. Zum Glück gibt's genügend Aufzüge, oder Vivi? Finde ich ganz witzig. Hier steht auf jedem Aufzug, take the stairs. Und ganz ehrlich, es sind wirklich die kleinen Dinge, deswegen nehme ich jetzt auch die Treppe. Na gut, Vivi, dann nimm du mal die Treppen. Unser Kameramann bevorzugt aber doch lieber den Aufzug. Na endlich, auf zum Kommissar. Unsere erste Station, die Büros des Kabinetts Johannes Hahn. Seit 2019 ist er für Österreich Kommissar für Haushalt und Verwaltung. Doch bevor wir den treffen, wartet zuvor er auf uns, sein Kabinettschef David Müller. Er arbeitet mit dem Team von Kommissar Hahn Gesetzesvorschläge aus. Und das, bevor sie überhaupt in die Kommissionssitzung kommen. Ihr Job, mit anderen Ressorts verhandeln, debattieren und Vorschläge machen. Also Hintergrundarbeit. Wie zum Beispiel beim aktuellen Gesetz zu einheitlichen Handyladekabeln. Vor der eigentlichen Kommissionssitzung gibt es viele weitere Sitzungen der Mitarbeiter. Weil natürlich alle 27 Kabinette auch ihre Standpunkte als auch andere Ansichten einbringen können, ja, und müssen und sollen. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich gewisse Punkte einfach unterschiedliche Spannungen haben, unterschiedliche Sichtweisen auch rechtfertigen können. Und daher liegt es an uns auch hier eine Ausgewogenheit zu finden. Kann sehr lange dauern. Die Aufgaben der Kommission? Sie ist das einzige Organ in der EU, das Gesetzesentwürfe vorschlagen darf. Die Kommission hat damit das sogenannte Initiativrecht. Das Europaparlament und der Rat der Europäischen Union müssen dann über die Entwürfe debattieren und entscheiden. Stimmen sie zu, müssen die Länder beschlossene EU-Richtlinien in ihr nationales Recht umwandeln. Das überwacht die Kommission. Und sie verwaltet den EU-Haushalt. Insgesamt arbeiten etwa 32.000 Menschen für die EU-Kommission. Die prüfen Gesetzesvorschläge, sammeln Daten und bereiten sie auf. Johannes Hahn hat das Ressort Haushalt und Verwaltung. Es geht also ums Geld. Klingt nach viel zu tun. Alles klar, Herr Kommissar. Es ist eine unglaubliche Chance, Europa letztlich mitzugestalten, etwas für unsere 450 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner zu tun. Du kannst als Kommissar wirklich viel gestalten, wenn du dich engagierst. Jetzt muss ich aber da noch... Hier müssen wir rein, ja.
Mit genau diesen Bürgern trifft er sich regelmäßig. Er hat es eilig, denn für ihn steht schon wieder der nächste Termin an, mit dem österreichischen Gemeindebund. Das ist die Interessenvertretung der Gemeinden in Österreich. Bei dem Treffen geht es um Sorgen und Fragen der Gemeindevertreter. Das gehört auch zu seinem Job. Termine mit Bürgern und Interessenvertretern. Und sich deren Kritik stellen. Seine wohl wichtigste Aufgabe aber? Über neue Gesetzesvorschläge beraten. Hahn nimmt uns mit zu unserer nächsten Station und in sein zweites Wohnzimmer, den Kommissionssaal. Heute hat er seine 500. Sitzung. Aber was machen denn diese grauen Spinde vor dem Saal? Also hier kommen die Handys rein, damit da eben nicht irgendwie mal was durchdringt, oder? Ja. Normalerweise, also ich bin rein protokollarisch das Zehnerkabinett. Also das wäre. Ja. Aber wir sind da relativ flexibel. Okay. Damit will die Kommission Spionage verhindern. Denn die Inhalte der Sitzungen sind streng geheim. Sogar eigene Laptops sind verboten. Ja, es ist ja doch mehr cozy hier, nicht? Ja, also es ist wirklich sehr gemütlich. Doch auch wenn es hier nett ausschaut, hier geht es um die Zukunft Europas. Die Kommissare entscheiden über Richtlinien, Verordnungen und Sanktionen. In meinen 14,5 Jahren habe ich 3 außerordentliche Kommissionssitzungen erlebt. Ja. Und die letzte war eben am Donnerstagmorgen nach der Invasion oder nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine, wo wir zusammenkommen mussten, um eben die ersten Sanktionen zu beschließen. Mhm. 27 Kommissionsmitglieder aus 27 verschiedenen Ländern sind in den Sitzungen dabei. Für eine Mehrheit müssen bei Abstimmungen mindestens 14 Kommissare zustimmen. Wir sind formal gleichberechtigt. Mhm. Und zweitens ist ganz wichtig, wir vertreten ja nicht ein Land. Mhm. Wir sind ja, wir legen sogar einen Eid ab, übrigens vor dem Europäischen Gerichtshof, ja, dass wir von niemandem und ganz besonders nicht von unserem Herkunftsland Instruktionen entgegennehmen. Ja. Also wir sind europäische Funktionäre, wir haben europäisch zu handeln. Ein Grund, warum EU-Gesetze oft so lange dauern. Sie müssen nach der Kommission noch durch Europaparlament und Rat. So berücksichtigen sie alle Interessen. Bald tritt das EU-Gesetz für einheitliche Handyladekabel in Kraft. Ab Ende 2024 gibt es nur noch USB-C-Anschlüsse. Die Kommission hat das Gesetz aber schon vor über 10 Jahren vorgeschlagen. Unser Ziel ist es ja natürlich, einen Vorschlag zu unterbreiten, der nicht a priori vom Tisch gewischt wird. Ja? Ja. Was in der Regel eben auch nicht passiert. Und zu seinem Tisch gehen wir jetzt auch, in Hahns Büro. Doch aus dem Sitzungssaal wieder rauskommen, das ist mindestens genauso schwer, wie dort reinzukommen. Wieso piepst das jetzt? Das ist eine gute Frage. Haben wir jetzt hat vielleicht irgendwo den Alarm ausgelöst? Hoffentlich haben wir keinen Alarm ausgelöst. Ja, aber jetzt kommst du nicht rein. Brauchst du meine Karte? Ich bin der Oberhausmeister. Und als Oberhausmeister hat Johannes Hahn nicht nur Zugang zu allen Räumen, sondern auch viel Macht. Bedeutet das auch viel Einflussnahme von außen? Immerhin soll es in Brüssel etwa 15.000 Lobbyisten geben. Vivi will von ihm wissen, wie viel Lobbyarbeit steckt in der EU-Kommission? Ich habe mit Lobbying in meinen 3 Mandaten insofern wenig zu tun gehabt, weil meine Gesprächspartner eigentlich immer Vertreter staatlicher Institutionen waren. Wir sind ja seit vielen Jahren extrem transparent. Ja. Wenn wir jemanden treffen, dann muss das auch im Transparenzregister notifiziert sein. Übrigens, das gilt auch fürs Europäische Parlament. So, jetzt ist Mittagszeit und mein Magen knurrt schon richtig. Gut, dass ich jetzt eine Verabredung mit dem Küchenchef habe und da schaue ich jetzt mal in die Küche. 24 verschiedene Sprachen und mindestens genauso viele Geschmäcker. Aber essen müssen alle. Pommes, Bratkartoffeln oder doch lieber Kartoffelpüree? Er entscheidet, was aus der Kartoffel wird. Vivi trifft den griechischen Küchenchef Mikael Kotlumpasis. Hat er ein Geheimrezept, das alle lieben? Es ist schwierig. Erstmal sind es nicht nur die unterschiedlichen Nationen. Ja. Jeder Mensch hat ja auch einen anderen Geschmack.
Aber wir versuchen mediterran zu kochen, weil die meisten das mögen. Genauso wie die französische Küche. Lange genug gewartet, Devi. Jetzt darfst du endlich selbst mal probieren. Aber mal ehrlich, schmeckt das Essen in der Kommissionskantine anders oder doch wie in allen Kantinen? Es schmeckt einfach nur sehr, sehr gut. Also ich habe auch nicht das Gefühl, ich bin in der Kantine, sondern eher im Restaurant. Frisch gestärkt geht's für Vivi zur nächsten Station. Und die ist einige Häuser weiter. Hier in Brüssel gibt's wirklich unheimlich viele und unheimlich große Gebäude, die zur EU gehören. Und ich gehe jetzt mal zwei Straßen weiter zum Crisis Center, denn da werden alle Notfallmaßnahmen koordiniert. Diesmal nimmt Vivi aber den Aufzug. Hier trifft sie auf die Leiterin des Zentrums, Michaela Matuella. Sie öffnet für uns verborgene Türen, denn hier haben eigentlich nur wenige Menschen Zugang. Von diesem Raum aus koordiniert die EU Hilfen für Europa und die ganze Welt. Das ist der Raum, in dem die Officer 24/7 verfügbar sind, um zu überwachen, was weltweit passiert. Und sie sind auch da, um auf Anfragen zu antworten, wenn es Notfälle gibt. Denn das machen wir hier im Crisis Center. Das Ziel des Krisenzentrums: durch die europäische Zusammenarbeit Krisen gemeinsam bewältigen. Und das läuft so ab. Hat ein EU- oder verbündetes Land eine Krise, also zum Beispiel eine Naturkatastrophe oder einen Anschlag, dann meldet es sich hier. Dann kommen Experten und Politiker zusammen, sogenannte Emergency Response Officer koordinieren Hilfen. Und einer von denen ist Till Steinkamp. Er hat Krisenmanagement studiert und kam dann zur EU. Von seinem Schreibtisch aus leistet er Hilfe für ganz Europa, auch Deutschland. 2022 wurde im Harzgebirge für einen Waldbrand angefragt. Ja. Das passiert dann meistens, dass die nationalen Behörden sozusagen abends in ihrer Evaluierung sagen, hey, okay, wir brauchen noch irgendwie ein bisschen mehr Hilfe. Ja. Was können wir tun? Diese Anfrage wird dann an uns sozusagen weitervermittelt. Okay. Und wir versuchen dann mit unseren Ressourcen halt was zu koordinieren. In dem Fall konkret haben wir dann zwei Flugzeuge aus Italien geholt sozusagen, um dann im nächsten Tag waren die direkt im Einsatz. Manchmal unterstützen die Officer aber auch selbst vor Ort. Gerade war Till auf Zypern. Dort hat er geholfen, ein logistisches Zentrum aufzubauen. Aktuell gibt es sogar eine eigene Ukraine-Taskforce im Crisis Center. Eine Säule davon sind unsere medizinischen Evakuierungen. Also wir haben jetzt 3000 Patienten aus der Ukraine evakuiert. Wow. Das funktioniert über ein System, wo die Patienten nach Polen gebracht werden und dann da von Flugzeugen auf die Mitgliedstaaten verteilt werden und dann dort in den Krankenhäusern sozusagen wieder gesund gepflegt werden. Die Officer sammeln Daten über die gesamte Welt, um Krisenherde zu überwachen. Denn die Krisen nehmen vor allem wegen des Klimawandels in den letzten Jahren zu. In den Jahren 2020 bis 2023 haben sich die Anfragen im Center vervierfacht. Helfen, das geht am besten, wenn wir zusammenarbeiten. Definitiv ein Vorteil der europäischen Gemeinschaft. Fakt ist, die EU-Kommission hat viel Einfluss auf den Alltag von uns allen. Jeden Tag. Das hat unsere Reporterin Vivi heute herausgefunden. Also es gibt ja wirklich viele Vorurteile über die EU-Kommission. Aber ich habe heute gelernt, dass hier wirklich engagierte Menschen arbeiten, die eigentlich unser Leben einfacher machen wollen. Und vor allem geht es um Zusammenhalt. Und dafür steht ja auch Europa.